Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute sind wir in einem ganz besonderen Kapitel bei Lukas, das 15. Kapitel. Dieses Kapitel ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kapitel und es zeigt uns die Freude im Himmel. Und was ist die Freude im Himmel? Der Himmel freut sich über einen einzigen Sünder, der umkehrt, über einen einzigen Sünder, der sich finden lässt, der sich helfen lässt. Und Jesus sagt, ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und er erzählt dieses Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Und dieses Schaf war das eines von 100 Schafen. Es hatte sich verloren, aus eigener Schuld oder vielleicht auch nicht aus eigener Schuld. Jedenfalls, es war verloren. Aber dieses Gleichnis zählt auch von diesem Hirten, der mit seiner ganzen Liebe sich auf den Weg macht, der keine Mühe, keine Not, keine Müdigkeit scheut, auch keine Gefahr scheut, dem dieses eine Schaf so wichtig ist, dass er ihm nachgeht, bis er es findet und bis er es um seinen Hals legen kann und dieses Schaf zurückbringen kann in den Stall oder wir würden sagen dann in das Haus des Vaters. Das ist die Freude Jesu auch über dich, wenn du dich von ihm finden lässt, wenn du sagst, okay, ich war verloren, ich habe Fehler getan, aber ich lasse mich jetzt finden von Jesus. Ich will jetzt meine Blockaden aufgeben. Ich will jetzt meine Rebellion aufgeben. Ich will auch vielleicht meine Sturheit aufgeben oder sogar meinen Stolz, meinen Ärger, meine Enttäuschung. Ich will sie aufgeben. Ich will mich finden lassen von Jesus, dem guten Hirten. Möge er dir und vielen Menschen heute diese Gnade schenken. Lass dich von Jesus tragen an das Herz des Vaters, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.